klingt ja spannend. Bei uns hat sich noch keiner beschwert. Mit einem schlechten Koks würde ich meinen Ruf versauen. Guck doch noch eben Film mit uns, hm? Ich hab keinen Bock. Gute Nacht. Der hat total Liebeskummer, merkst du das nicht? Christoph, er hat sich erschossen. Das kann nicht sein. Er war doch gerade noch bei mir. Ich habe ihn gesehen. Das glaube ich nicht. Er kann doch nicht einfach. Doch. Er hat sich erschossen. Gestern Abend. Erschossen? Wir haben noch versucht, dich zu erreichen, aber du warst nicht da. Erschossen. Nur ein kleiner Qualitätstest. Worauf wartest du, hä? Als Verkäufer musst du schließlich wissen, was du deinen Kunden anbietest. Gibt's Probleme? Unser Freund scheint nicht zu wissen, wie man das Zeug nimmt. Und das, wo er sich doch so gut auskennt. Immer mit der Ruhe, ja? Pass mal auf. Amateure mag der Boss überhaupt nicht. Bingo. Wir spielen nämlich Profiliga. Also mach endlich. Und? Ich glaube, mit eurem Stoff ist irgendwas nicht okay. Nicht okay? Was soll das heißen? Aber das ist nie im Leben reines Koks. Schlaues Kerl. Nicht wahr, Chaco? Tja, das Zeug war mit Milchpulver gestreckt. 1:0 für dich, Kumpel. Es kann einfach nicht sein. Christoph hat sich nicht umgebracht. Nie im Leben. Er ist überhaupt nicht der Typ für sowas. Die Polizei ist sich sicher. Es war ein Unfall. Er wollte seine Pistole reinigen und dabei hat sich ein Schuss gelöst. Es war kein Unfall, Henning. Warst du dabei? Nein. Na, siehst du. Clarissa hat alles mit angesehen. Sie wollte in die Bibliothek und dein Vater hat sich vor ihren Augen erschossen. Sie lügt. Keine Ahnung warum, aber sie lügt. Diesmal sagt sie ausnahmsweise die Wahrheit. Christoph würde so etwas nie tun. Ich kenne ihn doch. Dazu ist er viel zu stolz. Er hat den Abschiedsbrief hinterlassen. Für dich. Was machst du denn noch hier? Nachdenken. Worüber? Alles Mögliche. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein. Sicher? Absolut sicher. Okay, dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Hier. Danke. Jonas geht es echt schlecht, seit er sich von Lisa getrennt hat. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Kein
Wunder, er spielt mal wieder den Coolen. Zumindest versucht er es. Wir sollten ihn irgendwie ein bisschen ablenken. Lass uns morgen was zusammen unternehmen, okay? Morgen? Ich muss doch mein Referat halten. Den ganzen Tag lang? Nein, aber ich muss auch für meine Klausuren lernen. Gabriella. Daniel, was ist mit deiner Seminararbeit? Die schreibt sich auch nicht von allein. Sag mal, seit wann bist du so verbissen? Komm schon, ne? Dein Referat machst du doch mit links. Und Jonas ist unser Freund, den können wir nicht einfach hängen lassen. Ja, mal sehen. Kommt drauf an, wie ich durchkomme, okay? Und dir wird ein bisschen Ablenkung auch ganz gut tun, hm? Gute Nacht. Nacht. Als sie gemerkt haben, dass sie mich nicht reinlegen können, haben sie sich nicht gerade gefreut. Und Gott sei Dank hast du richtig geraten. Ich habe sie beobachtet. Und da wusste ich, da ist irgendwas faul. Na, das stand ja wohl eher 50-50. Nein, es war wirklich an ihren Gesichtern zu sehen. Hör mal, mit denen ist nicht zu spaßen. Ich weiß. Aber den großen Test, den habe ich ja nun bestanden. Sie vertrauen mir. Wir werden noch ganz andere Sachen mit dir anstellen, bevor sie dich zu ihrem Boss lassen. Das war erst so ein kleiner Test. Ich hab die im Griff. Mark, die sind wirklich gefährlich. Zweifelst du jetzt an mir, oder was? Dann hätte ich dich ja wohl kaum für diesen Job ausgesucht, oder? Trotzdem, du darfst sie nicht unterschätzen. Ich weiß. Die sind völlig unberechenbar. Der leiseste Verdacht, dass sich da jemand eingeschlichen hat bei ihnen. Ja. Und ich könnte mir einen passenden Sarg aussuchen, das weiß ich. Nee, Irrtum. So viel Zeit hättest du nämlich gar nicht mehr. Ein kleiner Fehler. Mensch, denk an Anja. Die haben sie doch auch einfach so... Wir werden den Mörder deiner Tochter finden. Das verspreche ich dir. Henning? Caroline schläft noch. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich ihn lesen soll. Willst du denn nicht wissen, was dran steht? Was wohl? Ausreden? Entschuldigungen? Das habe ich in den letzten Monaten genug gehört. Du hast Angst. Wovor? Angst davor, deine Meinung über deinen Vater ändern zu müssen. Isabel Christoph hat meine Ehe zerstört und sich dann aus dem Staub gemacht. Was soll sich da schon groß ändern? Willst du das nicht erst mal lesen? Weiterleben. Ich habe dich unendlich verletzt. Und es ist für mich umso schmerzlicher, da ich dich sehr liebe. Auch wenn ich es dir nie so gezeigt habe. Leider. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich dir angetan habe. Ich hoffe nur, dass du eines Tages über alles hinwegkommst und dass du deinen eigenen Weg gehst. Einen besseren Weg als ich. Daniel, ich will nicht zu spät kommen. Du weißt doch, mein Referat. Gabriella, das ist in einer Stunde. Morgen. Na, ausgeschlafen? Geht so. Ich pack schon mal meine Sachen. Jetzt mach dir doch nicht so einen Stress. Sag mal, hast du heute Nachmittag schon was vor? Nein, wieso? Ja, Gabriella und ich wollten eine Runde Daten gehen nach ihrem Referat. Stimmt's, Gabriella? Hä? Ich habe Jonas gerade gefragt, ob der auch mitkommt zum Daten. Heute Nachmittag, das geht doch klar, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich muss es mal sehen.
Ich hab dir doch gesagt, dass ich für meine Klausuren lernen muss. Hey, jetzt mach mal einen Punkt. Was ist denn los mit dir? Morgen. Ihr seid aber früh auf. Gibt's irgendwas Besonderes? Das frage ich mich auch. Also, was ist jetzt? Gehen wir heute noch in die Kneipe zum Daten oder nicht, hä? Wenn du unbedingt willst. Hm? Ja, aber ich kann gar nicht. Wieso? Ich hab Schicht. Muss für Nina einspringen. Moment mal. Das hat sich erledigt. Nina hat einen anderen Ersatz gefunden. Das hatte ich dir aber eigentlich erzählt. Nein, hast du nicht. Jonas, nicht in diesem Ton, okay? Hey, kein Streit. Dann ist doch alles klar. Wir holen dich nachher einfach ab, hä? Daniel, könnten wir jetzt endlich mal los? Ach ja, verdammt, was seid ihr denn alle so gereizt? Ich hol nur noch meine Tasche, okay? Ziemlich leichtsinnig, nicht abzuschließen. Normalerweise klopft man noch an. Bevor man eintritt. Dafür haben wir keine Zeit. Was soll das denn werden? Das nennt man in Fachkreisen Handel, falls du sowas noch nicht gesehen haben solltest. Auch mal? Das wird dir aber mal ganz gut tun. Hey, pass bloß auf! Go! Womit kann ich denn jetzt dienen? Schöne Grüße vom Boss. Und deswegen seid ihr hergekommen? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Hey! Reines Kokain. Falls du sowas noch nicht gesehen hast. Kleines Geschenk? Du hast doch so gute Kontakte zur High Society, oder? Klar. Deswegen wollten wir eigentlich ins Geschäft kommen, ne? Eben. Und das dürfte dir auch nicht schwerfallen, diese kleine Aufgabe zu lösen. Aufgabe? Bist du schwer von Begriff? Du sollst es verticken. Das habe ich jetzt geschnallt. Aber wie komme ich dazu? Hey, lass den Scheiß sonst! Go! Der Boss will nur einen kleinen Beweis, dass du wirklich so ein toller Dealer bist. Weiter nichts. Das Zeug ist mindestens 15 Riesen wert. Wenn nicht noch mehr. Dürfte kein Problem sein, bis heute Abend Abnehmer gefunden zu haben. Nein, jetzt sofort. Wir wollen sehen, wie du es vertickst. Halt mal. Pascal? Marc hier. Du, ich hätte da mal wieder was für dich. Daniel! Ja, bin schon da. Herr Schul ist gut. Viel Glück für dein Referat. Also dann bis später, ja? Daniel, ich fürchte, es wird nichts. Ich muss nur einiges erledigen und ziemlich volles Programm. Ach was. Für eine Runde Dart ist Zimmerzeit, hä? Also bis später. Ja, mal sehen. Dafür, dass du volles Programm hast, siehst du ziemlich entspannt aus. Halt du die Klappe, ja? Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Dass ich nicht arbeiten muss, hättest du ruhig für dich behalten können. Oh, entschuldige, ich konnte ja nicht wissen, dass du schon wieder eine Ausrede brauchst. Du weißt doch ganz genau, dass ich Gabriele aus dem Weg gehen will, oder? Ja, und zwar so entspannt, dass Daniel bald alles wissen wird. Was soll ich denn machen? Weißt du was, Jonas? Das ist mir langsam wirklich ziemlich egal. Aber hör auf, deine schlechte Laune andauernd an mir auszulassen, ja? Mhm, vielen Dank. Wiederhören. Marie, das war Dr. Busch. Er hat den Termin bestätigt. Oh, super. Dann haben wir ja vielleicht doch schon bald einen Sponsor. Mhm. Marie. Was willst du? Bitte schick mich jetzt nicht wieder weg. Nach allem, was du Christoph angetan hast? Ich wollte das nicht. Du hättest ihn nicht dazu zwingen dürfen, dich zu heiraten. Ist mir jetzt auch klar. Dann lass dich wenigstens so schnell wie möglich von ihm scheiden. Du weißt es also noch nicht. Was? Christoph, es ist etwas Schreckliches passiert. Er hat sich erschossen. Kann ich irgendwie helfen? Sag für heute bitte sämtliche Termine ab. Falls es Probleme gibt, ich bin über Handy erreichbar. Aber nur, wenn es wirklich dringend ist. Wohnt Henning noch in der Pension? Marie! Na,
Henry! Lass mich doch jetzt nicht alleine lassen. Er hat gesagt, dass du und Caroline das, dass ihr beide. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Es ist wahr. Ihr ekelt mich so an. Warum soll ich an euch noch einen Gedanken verschwenden? Ihr gehört beide ins Gefängnis! Gott, du hast Caroline gar nicht verdient. Die ist viel zu schade für dich. Mir liegt sehr viel daran, dass du mir verzeihst. Pech. Denn das werde ich niemals tun. Ich werde mich von Caroline trennen. Es interessiert mich nicht mehr. Du bist für mich gestorben. Lieber keinen Vater als einen wie dich. Und der Leverkusener gewinnt das Sprungduell. Hi. Wie war dein Referat? Gut. Und wo ist Daniel? Er sucht nur noch einen Parkplatz. Gut. Ich meine, dann können wir einen Augenblick miteinander reden. Jonas, ich weiß nicht. Ich mach's kurz. Okay. Also du weißt, dass ich dich sehr gern mag. Bitte, darüber möchte ich... Doch. Ich kann dir eh nichts mehr vormachen, also was soll's. Jonas, bitte. Du bist mit Daniel zusammen. Ihr beiden seid meine besten Freunde. Ich werde mich nie dazwischen drängen. Also mach dir keine Sorgen. Ja, das wollte ich nur loswerden. Und Daniel, hast du ihm irgendwas gesagt? Nein. Gut. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Von mir wird er kein Wort erfahren. So, jetzt sag mir lieber, wie das hier weitergehen soll. Das ist doch kein Zustand so. Na ihr? Die Dartscheibe ruft, hä? Daniel. Hey. Wir haben schon auf dich gewartet. Zahlen. Willst du aber nicht schon gehen, oder? Keine Ahnung, mit wem du telefoniert hast. Mit Pascal. Und er hat vorhin schon gesagt, dass es etwas später werden kann. Falls es deinen Pascal überhaupt gibt. Natürlich gibt's den. Vielleicht muss er auch noch mal zur Bank. Also warte noch 10 Minuten. Sag mal, bin ich hier auf dem Bahnhof? Du willst jetzt damit nicht irgendwie andeuten, dass ich raus sein könnte, oder? Du bist wirklich ein Blitzmerker. Hey, euch geht ein gutes Geschäft durch die Lappen. Sieht das endlich ein. Hi, Marc. Tut mir leid, dass du warten musstest. Hi, Pascal. Und? Wie laufen die Geschäfte? Sehr gut. Dann lass uns doch mal rausgehen. Hier drin ist es ein bisschen steckig. Okay. Zufrieden? Ich hole mal was zu trinken. Genau das wollte ich vermeiden. Ich konnte ihm doch nicht schon wieder absagen. Außerdem hättest du dir auch was einfallen lassen können. Und was, bitteschön? Soll ich schon wieder Kopfschmerzen? Lass uns das Beste draus machen. Ja, ich arbeite daran. Wir spielen einfach ganz normalen Tanz. Erfrischung! So. Wer ist dran? Er. Na, was denn du? Will keiner gegen mich antreten? Mir reicht's. Das ist doch noch gar nicht so aussichtslos. Ihr könnt mich immer noch einholen. Kommt schon, Gabriela, hm? Los. Ja,
Ich habe keine Lust mehr. Was ist denn los mit dir? Oben ist er auch nicht. Wollte er denn wieder in die Pension? Nein, davon hat er nichts gesagt. Er hat hier übernachtet und heute Morgen dann den Brief gelesen. Und? Ja, ich dachte, er will für sich sein und hat mich zurückgezogen. Henning! Wir haben dich überall gesucht. Ich war im Park. Ich hab gerade erst erfahren. Das schon gut. Wo ist Christoph? Ich will ihn noch mal sehen. In der Kapelle. Aber der Sarg wird schon geschlossen sein. Wo willst du hin? In die Kapelle. Ich komm mit. Du kannst nicht allein sein. Hi. Alles in Ordnung? Ja. Aber auch nur, weil du so wunderbar reagiert hast. Na ja, mal. Wenn du mich anrufst, mich Pascal nennst, irgendwas von der Lieferung erzählst, das ist wohl klar, dass bei mir sämtliche Alarmglocken losgehen, oder? Wo hast du unseren Pascal überhaupt her? Der wirkte ja so überzeugend in seinen Designerklamotten. Das Dirk, alter Freund von mir, war mir noch einen Gefallen schuldig. Gut, hat seine Sache auch echt gut gemacht. Ja, aber dieses verdammte Zeug wollte er trotzdem möglichst schnell wieder loswerden. Ist auch ziemlich teuer, der Mist. Nächstes Mal werde ich wohl einen Kredit aufnehmen müssen. Das wird nicht nötig sein. Carlos will mit seinem Boss sprechen und sich dann bei mir melden. Nach dem Deal hat er Blut geleckt. Aber was passiert mit diesem Dreckszeug jetzt? Das nehme ich erstmal in Verwahrung und wenn es soweit ist, kriegt die Polizei als Beweismittel. Und das wird auch nicht mehr lange dauern. Kann ich schon mal zahlen? Hast du noch einen Moment Zeit? Ja, was gibt's denn? Kannst du noch mit mir die Bestellung für morgen durchgehen? Getränke und Lebensmittel. Ja, klar, kein Problem. Geht schon mal vorher. Nein. Ich warte hier auf dich. Na dann, bis später. Was? Das würde ich gerne von dir wissen. Sag mal, was ist eigentlich los zwischen euch? Nichts. Wieso? Und was sollte das denn eben? Wenn du mich brauchst, ich bin hier.